Das da hinten sieht aus wie eine Burg. Ich hab eine. Wo? Wo? Siehst du geradeaus, da sind so zwei, in der Lava stehen so zwei Säulen, zwei gigantische. Und da ist der... Ich eine. Jo, meine Kartoffelfreunde, willkommen zu einer neuen Folge Bloody Beach. Wir Was haben uns mal wieder geht? Eine... Interrupte nicht meine fucking Ansage. Wir haben uns mal wieder eine ruhige Stunde auf dem Server ausgesucht, damit wir uns auch vielleicht eine Tage ausrüsten können. Ruhig würde ich das jetzt nicht nennen. Ich meine, wir haben 18 Uhr, da könnten schon noch ein paar Leute kommen. Ja, das Ding ist, wir müssen dazu sagen, der Server ist auch ein bisschen beschränkt, ne? Also eingeschränkt von den Zeiten her können wir halt leider nicht aufnehmen, wann wir wollen, weil sie kein jahrelanges Projekt haben möchten und Konfrontation haben möchten, haben sie gesagt, machen wir den Server nur 6 Stunden am Tag an. Ich bin ganz oben auf der Baumkrone und gucke mich hier mal ein bisschen um. Okay, mach das. Ich habe gerade überlegt, ob wir nicht doch wieder zurück in Neta sollen. Ja, darüber haben wir, das wollte ich nämlich gerade erzählen. Der Tobras ist übrigens auch dabei, wer das noch nicht gehört hat. Ja, ein bisschen schwer, das jetzt nicht erkannt zu haben. Achso, du hast die Blöcke weggeworfen, glaube ich, auch rein. Also, das Ding ist, wir haben letztes Mal nach der Folge darüber überlegt, nochmal in Neta zu gehen, weil uns natürlich für den Brautisch noch ein paar Sachen fallen. Da haben wir uns letztes Mal noch Gedanken drüber gemacht. Das Problem ist nur, wie kommen wir zum Portal? Ja, hier müssen wir lang. Ich habe keine Knochen. Doch, ich habe 3. Warte, vielleicht hilft uns ein Hundi was. Wollen wir versuchen? Ja, nimm mal ein paar. Oh, perfekt, beim ersten Knochen. Läuft, Alter, das Ding ist, wir können... Ein Hundi. Nice. Ja, aber wir haben ein kleines Problem. Den kann ich nicht mit in die Hölle nehmen. Ja, egal, du kannst ihn ja vor dem Portal hinsetzen. Ja, dann wartet der so lange, bis wir wieder da sind. Mann, dieses scheiß Gras! Alex, Alter. Ja, sorry, Alter. Das ist richtig behindert. Ich will so ein Schaf schlagen, schlag nur das Gras. Weißt du, was wir noch machen müssen? Fleischbraten wäre auf jeden Fall gar nicht mal so doof, weil so viel haben wir nicht mehr. Und dann kann ich mein Inventar noch mal kurz anordnen, weil ich habe ja doch noch so ein paar Sachen. Ja, jeder einfach 4 davon, oder? Ja, wobei, ich habe noch 9 Schweinefleisch, du? Ich habe noch 2 Schweinefleisch, 1 Steak, ich habe noch 8 Chicken und 16 Schafsfleisch. Aber einfach diese... nicht aufteilen, sondern einfach... Nein, die sind nicht gebraten. Ach so, hast du das gemeint jetzt? Ja. Ich habe noch 3 Mouton. Ich weiß gerade nicht genau, was das ist. Ich friere ja gerade so ultra in meiner Wohnung, ne? Ohne Witz. Hase habe ich noch und 4 Chicken habe ich auch. Okay, ja, ich versuche hier gerade so ein bisschen zu sortieren, aber irgendwie fällt das schwer bei so viel Crap im Inventar. Naja, so muss das erstmal passen. Ja, ich habe auch extrem viel Crap hier, schmeiß mal weg die Scheiße. Ja, warum? Ja. Ich weiß nicht, warum ich Kakteen damals... Ich wollte gerade sagen, warum hast du das mitgenommen? Ich weiß nicht, es war einfach so für die Folge ein bisschen so, um Spannung reinzubringen. Du verstehst, was ich meine. Ich verstehe ja, leider nicht, was du meinst. Das Ding ist, ich habe auch... Fertig oder redest ja, du mit anderen Sachen? Das Ding ist, wenn wir gegen die Dinger kämpfen, wird das ziemlich gefährlich für uns. Wir sollten übrigens nicht so viel springen, glaube ich. Ja, okay, ich bin immer so einer, möglichst schnell ans Ziel, ne? Ja, ich springe eigentlich auch immer während dem Laufen, aber ich habe gemerkt, das zieht extrem viel Hunger. Hast du das Netaportage gefunden, weil ich muss sagen, ich weiß, also da hinten ist ein Woll, da links, da lang, ich hab's. Ja, ich seh's. Ja, irgendwie habe ich bei... In die Richtung geguckt. Achso, ich wollte gerade sagen, ich habe 60 FPS bei Minecraft, aber ich habe ja vertikale Synchronisation. Ja, dann wundert mich das nicht. Nee, mich auch nicht. So, okay. Hundi, komm mal her, Hundi. Ja, aber das stimmt. Also, ich setze den mal da vorne hin. So, und ja, wir gehen rein. Nicht warten auf uns. Ja, hoffentlich. Also, der sollte auf jeden Fall nicht verschwinden. Nee, das ist ein... Okay, hi. Oh, eine Workbench. War die letztes Mal schon da? Nein, die war letztes Mal noch nicht. Digga, was ist denn das hier aber so? Aber die Musik ist auf jeden Fall laut und irgendwie geht's hier runter. Ja, ich sehe es auch. Ich bin gerade etwas erschrocken. Also, das Ding ist... Oh, nee, da geht's runter. Also, ich würde da nicht runtergehen. Wir brauchen... Warum nicht? Lass doch mal gucken, Alter. Da haben sich bestimmt Leute runtergebaut. Hier hat sich einer rübergebaut. Wir brauchen... Ja, den habe ich letztes Mal auch schon gehört. Der ist ziemlich weit oben. Aber wir brauchen halt nur so eine Festung. Und da müssen wir diese scheiß Flammendinger finden. Ja, also gestern ist mir was beim Schneiden passiert, ne? Ich habe geschnitten. Nee, doch. Oh. Hast du beim Schneiden geschnitten? Und das Beschissene ist... Bau mal das Quarz ab. Ich weiß nicht, das braucht man doch, glaube ich, auch, oder? Und, keine Ahnung, ich nehme es einfach mal mit. Ja, und dann ist mir, während des Schneidens, ist mir dann Adobe Premiere abgeschmiert. Ich denke mir nur natürlich so, scheiße, super. Dann hat er zwar das Projekt noch gesichert,
aber schon fertig geschnitten sozusagen. Also das, was ich geschnitten habe, hat er schon fertig in eine Videodatei gepackt. Das war halt übel Abfuck, ne? Okay. Einfach weil ich dann bis zu dem Punkt die zweite Folge sozusagen vorschneiden musste. Dann ab da konnte ich dann normal weiterschneiden. Zum Glück hatte ich da bis dahin alles schon fertig. Aber es war halt schon derbe dumm, alles nochmal machen zu müssen. Das Problem kenne ich gar nicht. Eigentlich, ich kenne das so, dass das Premiere dann sagt, ihr... Er speichert halt einfach nur die Datei, ja. Denkst du, wir können... Das Ding, so ein Ding bringt uns auch was? Weiß ich nicht, wir killen es einfach mal. Sei vorsichtig, ne? Oh ja, sei bitte vorsichtig. Okay, da kommen jetzt noch zwei raus. Jetzt mal kleine raus, ja. Und ja, aber die können dir nicht mehr wehtun. Ich weiß gar nicht, droppen die überhaupt irgendwas? Weiß ich nicht, also eigentlich, na gut. Nee, haben oder? Sie nicht, nee, ich hab nur Quatsch, nee, ich hab doch, warte. Magma Cream. Okay, vielleicht bringt uns das was. Da hat sich jemand hochgebaut, also wir müssen uns definitiv irgendwie das Portal markieren. Hast du was zum Schreiben? Ich würde dir kurz die Koordinaten sagen. Ja, kannst du das auf dem Handy kurz notieren? Einfach nur die XYZ-Koordinaten? Ja, ich lauf kurz mit dir, ich sollte mal was essen. Ich warte kurz hier, gell? Ja, ja, ich gehe nur schnell hoch und komm gleich wieder runter. Ich sterbe in der Zeit nicht. So, warte. Also die Koordinaten lauten. Ich muss schnell auf Notizen. Koordinaten lauten ja. X 14. X14. Y87. Und Z-75. Gut. Okay, ist notiert. Okay, dann finden wir auf jeden Fall nächstes Mal zurück, weil ich glaube, wir müssen schon einen Ticken weiterlaufen, ne? Wir wissen auf jeden Fall, dass in die Richtung da hinten welche gelaufen sind, weil da ist auf jeden Fall Cobblestone. Da werden wir auf jeden Fall wen finden. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir diese Schweine hier nicht einmal angreifen, auch nicht aus Versehen, weil sonst haben wir ein großes Problem. Ja, und dann können wir wahrscheinlich schon mit denen fertig werden, aber... Na, die sind, also ohne Witz, die darf dir nicht unterschätzen, weil wenn du einen angreifst, kommen sie alle, ne? Hast du eigentlich mal gegoogelt, wie man Brautfisch macht? Ja, habe ich. Dafür brauchen wir so eine Route. Das ist nicht schwer. Ja, die braucht man auch zum Brauen dann später, ne? Glaube ich. Ah. Okay, wie er sich einfach hier egoistisch hochbaut. Aber irgendwie, ich muss sagen, hier ist nichts. Und ich muss dazu sagen, nochmal sagen, dass ich echt immer ein bisschen Schiss vor der Hölle habe. Hier hat sich auf jeden Fall jemand langgebaut. Ja, da es unten kann halt gut ist sein, dass schon nichts Großartiges. Ja, aber ich glaube nicht, dass hier den... Lohn sind, glaube ich, immer in Festungen. Ja, ja, deswegen sage ich ja, wir brauchen auf jeden Fall eine Festung und müssen auf jeden Fall den Bauten von den anderen so folgen. Ja, es kann hier ist halt auch überall sein, dass die alles schon getötet haben. Weil es gibt ja immer einen Lohn-Spawner. Ja, ich weiß, wäre aber doof, wenn die den kaputt machen würden. Also das war richtig kacke. Habe ich auch schon gedacht, eben. Aber irgendwie glaube ich das nicht. Keine Ahnung. Also hier haben sie auf jeden Fall Glowstone des Todes abgefarmt. Hier ist der Ghast irgendwo. Ja, Glowstone braucht man ja auch. Ja, haben wir ja eigentlich mehr als genug. Ja, hier hat sich jemand hochgebaut. Lass mal hier weiter lang. Der müsste irgendwo bei uns in der Nähe sein. Oh! Oh! Digga, pass ein bisschen auf. Ja, okay, schon. Sollen wir versuchen, ihn zu ficken? Ich mach das. Ich kümmere mich um den. Der ist schon down. Nice. Ja, ich weiß nicht, wie man abbricht. Waffe wechseln. Ah, okay. Ja, so. Guck mal, der ist nicht mehr großartig geflogen. Aber, ja, hier ist eine Träne. Zwei sogar. Jetzt könnten wir eventuell Regenerationstränke machen. Nee, warte mal. Hä? Wo sind die denn im Inventar? Hier lagen zwei Items. Hab ich die? Ich hab die nicht aufgenommen. Aber ich hab's gehört, wie es Bing dann gemacht hat. Dann war das zweimal Sprengpulver. Die ja. Tränen wären echt geil gewesen, Mann. Ja, aber ich glaube, wir müssen wieder zurück, weil hier ist gar nichts. Ja, aber lass mal doch weiter nach da hinten gehen oder so. Ich würde den anderen Spuren folgen, um ehrlich zu sein. Aber ja, aber guck mal, wenn da schon andere waren, als ob die jetzt nicht die ganzen Festungen und so gelootet haben. Hier ist übrigens noch Ding. Ja, ich nehme jetzt nicht jedes mit. Quarz? Ja, Quarz. Nee, da Quarz. Das Rote ist ein Netherrack. Wir brauchen alles. Wir brauchen wir dieses Rote nicht auch? Nee, eigentlich nicht. Aber können wir auch mitnehmen. Das sind ja nur Blöcke. Das sind ja keine Items. Da unten ist... Nee, ich meine hier diese roten Pilze. Keine Ahnung, lass mal Pilze machen. Ja, es sind sogar Mushrooms, okay. Ich dachte, es wäre irgendwas Besonderes. Naja. Keine Ahnung. Also ich habe hier jetzt mal ein bisschen so in alle Richtungen geguckt. Kam eine E-Mail auf den Laptop. Ding, ding, ding. Oh, Alter, ich habe hier unter mir abgebaut. Ich wäre fast runtergefallen. Digi, was machst du denn? Oh, ja, ganz unten wäre ich auf jeden Fall tot gewesen. Ja, auf jeden. Wir kommen ja auch nirgendwo richtig runter, aber ich glaube, es lohnt sich auch gar nicht. Spawnt eigentlich, wenn man in der Hölle stirbt? Ganz normal am Spawn. Am Startpunkt. Ja, was machen wir jetzt? Ich sehe auch nicht mal irgendwie so Indizien nach einer Festung oder so. Also keine Ahnung, ich gucke auch die ganze Zeit richtig. Gut, wir könnten auch wieder deinem Plan folgen und sagen, alles klar, wir folgen den Spuren der anderen. Ja, also so würden wir auf jeden Fall, denke ich, von der Festung finden. Ob da jetzt schon was abgebaut ist oder nicht. Ja gut, dann lass das sei mal dahingestellt, ne? Ist auf jeden Fall spannend hier. Für die Zuschauer nicht, für uns schon. Aber ich meine, das ist das erste Mal, dass wir in einem Projekt im Neta sind. Also
war schon mal in Reamp, aber so mit dir noch nie. Naja, guck mal, jetzt weiß ich schon nicht mehr, wie wir zurückkommen. Aber ich glaube, hier war der Gast. Ja, hier war das. mit dir war ich noch nie in Nether. Nee, sollst du auch nicht. Doch. Das sollte was Besonderes sein. Hier ist eine Workbench, noch eine. Das heißt... Da hat sich auch jemand hochgebaut. Ja, aber da oben ist nichts. Runter, je nachdem. Ich kann ja gerne mal gucken, aber ich glaube nicht, dass hier oben was ist. Also hier haben sie sich auf jeden Fall... Das wäre irgendwie ein bisschen cool, wenn ich auch eine Spitzhacke hätte. Ja, ich glaube hier war Glowstone oder so. Galalalalowstone. Ich habe kein Holz. Ich habe Holz, ich kann jetzt... Cobblestone habe ich auch noch ein bisschen. Also ein bisschen Vorrat habe ich noch. Ja. Cobblestone habe ich selber. Alles gut, wir einmal alles einsammeln. Dankeschön. Oh Leute, das Schwan und ich haben gerade gleichzeitig Geräusche gemacht. Mein Magen macht auch die ganze Zeit so. Ich weiß nicht, was heute mit ihm los ist schon wieder. Ich gehe mal nach da hinten kurz. Also hier unten scheint auch nichts zu sein. Also das ist übel Abfuck, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass wir hier nichts finden, ne? Also ich wollte gerade sagen, wenn man was findet, ist übel geil. Also das sieht für mich so aus, als ob die anderen hier nur Glowstone gefarmt haben. Oder? Oh, hier unten ist noch, scheint noch was zu sein. Also hier ist Netherquarz und auf der in der andere Richtung ist geht's wohl noch weiter. Oh, nee, ich höre noch ein Ghost. Das ist Ende. Nein, andere Richtung. Nein, von da wo wir runtergekommen sind, andere Richtung. Warte. Hier geht's auf jeden Fall ein Stück runter, aber ich glaube hier ist Ende, ne? Ja. Und Festung sehe ich auch nichts. Da hinten ist Treibsand. Hier ist gar nichts. Okay, ich habe jetzt dann auch ein bisschen Nachforschung betrieben. Also, oh, da unten ist Cobblestone. Okay, hier unten würde es sich auf jeden Fall nochmal lohnen, runterzugehen. Hier musst du extrem vorsichtig sein. Ja. Weil hier geht es ein bisschen runter. Ja, weil man kann sich ja nicht löschen. Ja, da geht es auch ein bisschen runter. Du kannst hier runterspringen. Hier ist so ein kleiner, so ein Stein und da kannst du dich dann... Genau, und von da kannst du runterspringen. Einfach zu mir. Also nicht springen, nur laufen, sonst hast du nochmal ein halbes Set mehr. Ja. Oh, komm, hier hat sich jemand durchgebaut. Ja, dann laufen wir doch auch mal dahin. Mhm. Hier ist nur Treibsand überall. Alter, das kann doch nicht sein, dass hier nichts ist, ne? Und ich wette mit dir, wir brauchen nachher 5 Folgen, um überhaupt zurückzufinden. Ja, oh, geil, hier. Oder? Ach, das ist ätzend. Nee, natürlich nicht geil. Also, nur Ironie, mein Freund. Nein, ich meine jetzt eigentlich ätzend im Sinne von, dass wir hier nichts finden. Ja, das auf jeden Fall auch, ja. Ja, ich spare schon extrem Essen und sprinte nicht mal. Kann ich eigentlich mit Doppel-W sprinten? Ja, es geht noch, auch wenn man es nicht gebrandet hat. Gut, kann man tatsächlich, ja. Krass. Ja, klar. Ich dachte, der erinnert, dass das dann nicht mehr geht. Ja, habe ich auch gedacht. Pass auf, ne? Nicht, dass du... Boah, Alter, du stehst da direkt an der Kante, das sah so aus, als ob du da runterspringst. Nee, das war alles geplant, boah. Ja, hier ist so eine Brücke, hier hat sich definitiv auch jemand rübergebaut. Scheiß Magen, Alter. Was ist mit dem? Ich gehe schon mal hier hin. Guck mal, wo ich bin. Hinten hier, rechts, links. Ja. Ich geh jetzt hier mal schon mal hoch. Ja, Pilze sind geil. Ja, dein Fußpilz, Alter. Der ist richtig nice. Das da hinten sieht aus wie eine Burg. Ich hab eine. Wo? Siehst du geradeaus, da sind so zwei, in der Lava stehen so zwei Säulen, zwei gigantische. Und das ist der. Ja, das ist der Beginn von einer. Ja, guck mal, hier haben sich schon welche. Ich wette definitiv, dass sich hier welche rübergebaut haben. Ja, gut, dann lass mal da irgendwie vorbeikommen. Warte, ich. Ich wollte gerade sagen, wie er so direkt über die Lava geht. Wie er einfach nur so mit dem Schild arbeitet. Ja, nee, das will ich gar nicht. Also. Alter, erschreck mich nicht so, bitte. Ich dachte, ich helfe dir ein bisschen. Nee, das ist. Wenn zwei das machen, ist das schon wieder so. Ich weiß. Warte, ich baue kurz eine Treppe. So. Okay, dann können wir jetzt hier... Guck mal, da hinten ist so ein Mini-Schweine-Ding. Wo? Gegenüber. Ach da, ja. Seh's. Ey, bitte geh, spring einfach mal ein, zwei Mal hoch, bevor du da gleich in die Lava fliegst. Alles gut. Also ich muss sagen, ich habe echt so ein bisschen Panik gegenüber diesen Feuerdingern, weil die sind echt gefährlich. Feuerdinger? Ja, die Dinger, die da die Flammen werfen, schießen Dinger. Wie heißen die? Lohe. Lohe. Die Dinger halt, ja. Luna. Ja, die haben mich bei Reamp schier zerstört. Ja. Ich bin wegen den Viechern nicht hochgekommen, weil ich direkt unterm Spawner war. Ja, aber hier ist auf jeden Fall was Großes. Also da sind auch andere Zombies. Also gibt es ja auch diese schwarzen Zombies, diese dunklen Ritter. Keine Ahnung. Chip und Chap. Ritter des Rechts. Da ist ein Skelett. Das ist eine Festung auf jeden Fall. Da, oh, renn, Alex! Geh einen Schritt zurück, da fliegt schon einer zu uns hoch. Der schießt gleich. Hi. Einmal habe ich ihn. Hab ihn? Ja. Er ist down.
Wir brauchen nur eins, so ein Ding. Jetzt müssen wir hier nur hier runterkommen, ja. Ja, geil, haben wir das. Oh, nee. Warte mal, da hinten, oder? Wir kommen hier nicht ohne Probleme runter. Wenn er überhaupt was gedroppt hat, ne? Eins ist direkt unter uns, zwei sind direkt unter uns. Dann lass die töten. Okay, ja. Beide down. Oh, oh Gott. Hä? Was war das? Digga, ohne Witz, ne? Ich hab Paranoia! Ja, wir brauchen das. Ja, aber ich frag mich gerade, wie wir hier ohne Probleme runterkommen, weil da unten... Ich glaube, wenn wir das haben, dann können wir wieder raus. Hinter dir! Warte, lass ihn näher kommen, lass ihn näher kommen. Wenn wir Glück haben, wir brauchen nur einen. Wenn er den... Der soll näher kommen? Glaub, ja. 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 Ja, er hat fallen lassen. Ja! Ich glaube, wir brauchen zwei. Eine für den zum Braustand machen und eine zum Brauen. Echt? Ich glaube, ja. Kannst du mal ganz... Bist du... findest du es in Ordnung nachzugucken? Ich finde es in Ordnung nachzugucken, ja. Ich mache ja nur kurz alles aus. So, warte. Ja, ich beschütze dich so lang. So, kurz ins Internet. Internet Explorer 11. Wir haben... Dann. Hä? Noch 99 Minuten haben wir aufzunehmen? Ja, ich habe auch gemerkt, dass wir irgendwie uns verrechnet haben. Brautisch machen. Schreibt man das so? Das geht doch gar nicht, wenn du sagst, das Folgenende ist... Hä? Das Folgenende ist erreicht. Gut, dann können wir jetzt im Folgenende schnell schauen, also in der Pause kurz schauen, wie man den Brautstand macht. In dem Sinne, Marcel darf die Verabschiedung machen. Ja, danke, dass ihr zugeschaut habt. Schaut auf jeden Fall bei Alex vorbei. Heute ist niemand da, für den wir Werbung machen können. Leider, das ist schön schade. Support ist kein Mord, ne, und so. Däumchen, wer Träumchen. Und Alex ist schon runter. Gut, ich gehe auch mal runter. Wir Flying Uwe kopiert. In dem Sinne, bis zum nächsten Folge. Tschüss.